Liebe Schwestern, liebe Brüder im christlichen Glauben, stellen Sie sich vor, ein Reporter kommt hier durch den Mittelgang und sagt, hallo, es gibt genug dort draußen, die zwar nicht hierher kommen, aber die möchten uns atmen sehen. Die möchten gerne wissen, was wir Christen glauben. Und ihr beginnt doch immer mit den Worten im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann zählt doch mal, was meint ihr mit dem Vertrauen auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist? Nach dem ersten Schritt können wir uns doch sicher zum Vater etwa so äußern. Er ist ein barmherziger Gott, der den Verlorenen in die Arme nimmt, wenn er zu ihm zurückkommt. Ein Vater, der uns ganz nah ist und nicht so weit entfernt wie Allah, der den Menschen oft den Kismet, dem Schicksal überlässt. Zum Sohn fällt uns hoffentlich vieles ein. Von dem Kind in der Krippe bis zum Tod am Kreuz. Und dann die Größe der Auferstehung. Und schließlich der Heilige Geist. Na, was würden Sie über ihn sagen? Deshalb folgt nun eine Predigt, in der Sie dreimal vom Heiligen Geist hören. Von der glühenden Kohle, die reinigt und die Menschen befähigt, die Netze des Glaubens und der Hoffnung auszuspannen. Erstens, erinnern wir uns an die Lesung. Jesaja will nicht Prophet werden. Nein, ich bin nicht würdig, sagt er. Ich habe unreine Lippen. Und ich lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Die belügen einander, reden hinterher ganz anders. Nein, das färbt ab. Mein Inneres ist beschmutzt. Nicht ich, nimm die anderen. Da fliegt ein gewaltiger Engel herbei, ein Seraphim, nimmt mit einer Zange eine glühende Kohle und berührt seine Lippen. Geh, ich sende dich, deine Lippen sind jetzt rein. Dabei hören wir von einem Sinnbild des Heiligen Geistes, die glühende Kohle. Sie steht als Symbol für ihn, sie reinigt, sie macht Mut. Und Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Wenn Gott uns jetzt die Hand auf die Schulter legen und sagen würde, ich brauche dich, erwidern wir dann auch, hier bin ich, sende mich in meine kleine Welt, würden wir das sagen? Zweitens, wir haben gerade das Evangelium gehört. Die Jünger haben die ganze Nacht gearbeitet und keinen Fisch gefangen. Das erinnert mich an das Erlebnis eines alten Mannes. 84 Tage ist er schon mit seinem Boot unterwegs und hat nichts gefangen. Und dann erlegt er mit einer seiner Harpune
den Fang seines Lebens, einen Schwertfisch, der ist so groß, dass er nicht ins Boot passt. Auf der Heimfahrt freut sich der Alte, wenn er den Fisch verkauft, braucht er monatelang nicht mehr zu arbeiten. Aber dann tauchen Haie auf. 2 Tage und 2 Nächte dauert der Kampf. Doch als der Alte den Hafen erreicht, hängt nur noch ein Gerippe am Boot. Und dieser müde Mann sagt, erschöpft, der Mensch darf nicht aufgeben. Da ist wieder das Wirken des Heiligen Geistes. Du darfst nicht aufgeben. Wie Jesus den Jüngern sagt, werft doch einmal euer Netz aus. Als Kind hast du sicherlich auch schon erfahren, wenn du eine weniger gute Zeugnisnote bekamst, da habe ich mich doch so angestrengt und es ist nicht so gelaufen, wie ich es erwartet habe. Ich habe nichts ins Netz bekommen. Falsch. Wer sich anstrengt, wer bekämpft, erreicht mehr als eine gute Note. Er hat auch etwas für das Leben gelernt. Auch die Eltern fragen sich manchmal, wenn die Kinder das Haus verlassen, bleibt noch etwas im Netz? Bleibt etwas hängen? Oder war alles umsonst? Geduld. Es kommt die Zeit, da gibt es doch die Beute im Netz. Der dritte und letzte Punkt. Wir machen einen Ausflug in die sogenannte dritte Welt. Da steht ein Mann auf dem Bug seines Schiffes und ärgert sich, dass die reichen Länder mit ihren Riesennetzen alle Fische weggeangelt haben. Jetzt wirft er sein kleines Wurfnetz meisterhaft auf das Wasser. Es muss gleichzeitig aufklatschen und sinkt durch die Bleikugeln am Rand in die Tiefe. Er hofft, dass sich ein paar Fische darin verfangen. Er wirft das Netz 20 Mal, 50 Mal, 100 Mal. Welche Mühe, denn er muss jedes Mal den Unrat aus dem Netz entfernen. Aber er sagt sich, nicht werfen, hieße aufgeben. Und aufgeben, hieße aufhören zu existieren. Merkt ihr, da wirkt wieder der Heilige Geist, der ermuntert, der antreibt und neue Hoffnung schenkt. Nicht auswerfen, hieße aufgeben. Und aufgeben hieße, aufhören zu existieren. Das gilt für dich und für mich, für die ganze Kirche. Wenn Jesus jetzt die Hand auf unsere Schultern legen und sagen würde, ich brauche dich, wäre es ein Weg des Heiligen Geistes, wenn wir sagen könnten, wie Jesaja, hier bin ich, sende mich in unsere Welt.